Servus Leute, wir haben hier eine De'Longhi Primadonna XS. Wir tun die Maschine mal jetzt komplett öffnen, reinigen, das Malwerk anschauen. Es hat schon ein komisches Geräusch, hat sie auch schon mal gemacht. Und schauen wir, wie weit wir kommen. Zerlegen wir sie mal. Okay, das schaut eher aus wie Schimmelreste. Gut, ich meine, die Maschine ist 4 Jahre alt. Da darf sie schon mal etwas Schmutz irgendwo versteckt halten. Schauen wir einfach mal. Zerlegen wir sie und dann schauen wir weiter. Gut. Das ist nur so eine Feder, die man einfach zurückziehen muss. Mehr ist es ja nicht. Hier drinnen haben wir so eine. So. Ich kann das jetzt nicht so unbedingt erklären, aber jetzt werdet ihr das gleich sehen, wie das aussieht. Das ist so ein Sägering, der da hineinfährt. Und den müsst ihr einfach nur herausdrücken. Hier haben wir da schon ein paar Schräubchen. Die sind natürlich auch noch gesichert zusätzlich mit so einem Stift. Dazu benötigt ihr so einen 20er Torx mit einem Loch. Sonst wird es nichts. Oder einen passenden Schlitzschraubenzieher in der richtigen Größe, den ihr da hineinfahren könnt und sich der verspeilt. Da funktioniert es auch. Aber es wäre besser, wenn ihr einfach einen Torx-Satz hättet mit einem Loch. Eigentlich jetzt ohne Probleme herauskommen. Da kommt schon. So. Gut, na, da haben wir schon ein bisschen ein Lurch, würde ich sagen. Hoch. Hier eine kleine Abdeckung. Ich glaube, mit dem Messer wird es besser funktionieren. Nichts ist abgebrochen. Ein Messer ist wirklich Gold wert. Dann, da sind die Kreuzschrauben. Da ist noch eine. So, wenn diese Schrauben draußen sind, das ganze Teil jetzt nach in diese Richtung schieben. Und da haben wir schon. So, Tür öffnen. So, wie es ausschaut, ohne dass wir die Tür rausbekommen, wird das nicht funktionieren. Halten und nach oben ziehen. So funktioniert das Ganze. Einfach nur rausziehen. So, und dann kommt jetzt das nächste Teil raus. So, hier kann man das jetzt genauer sehen, wie das verbaut ist. Es ist einfach nur, wird das zusammengezwickt.
Jetzt ist es heraus. Gut. Gut, dann schraube ich jetzt mal die zwei Schrauben ab. Auf der Seite genauso die zwei. So sehen die aus. So, jetzt halte ich hier das Malbecken an. Ziehe hoch. Hier. Komm weg, dann kommt dieses Teil auch noch heraus. Diese Abdeckung nehme ich auch weg mit den zwei Schrauben, dass mich die nicht stört. Gut, dann schrauben wir jetzt diese 1, 2 auf der anderen Seite auch. Andere Seite. So. Dann schieben wir jetzt einmal den Kaffeebehälter da unten drunter. Moment, das war falsch. Diese kommen erst, wenn der Kaffeebehälter drunter geschoben wurde. Hier da rein. Okay. Das mal hier. So. Ganz fest, 1, 7. Super. Ist gut. Jetzt die Kabeln oder zuerst einmal anschrauben. Hier 1, 2 und auf der anderen Seite genauso. Andere Seite. So. Jetzt werden die angesteckt. Einmal. So. So. Jetzt kommen die Seitenteile. Bevor die Seitenteile kommen, müssen wir das da anschrauben, diese Abdeckung. So. Rein in den Geschirrspüler, diese Dinge nicht verlieren. Du bist schon davon geflogen. So, gut, einiges an Sachen sind schon drin. So, tun wir mal das Sieb öffnen, zum Schauen, was sich da verbirgt. Nach 4 Jahren, wer weiß, ob die gereinigt worden ist oder nicht. Mal sehen. Okay, da ist einiges an Schmutz drinnen. Da wird das Crema mit Fil auch schon ziemlich nachgelassen haben. Machen wir das auch noch auf. Wichtig ist, dass man das einmal verdreht, dass es nicht so stark biegt, und dann kann man mit dieser Schraube hier ein bisschen hineinschrauben, halbe Umdrehung, und dann mit der Schraube kann man dann die Kappe rausnehmen, und hier haben wir auch noch die Feder. So, und dieses Teil ist
einfach unbeschadet herausgekommen, ohne dass wir jetzt großartig Gewalt angewendet haben. Das tun wir jetzt einfach auch im Geschirrspüler rein. So, das Sieb, die Brühgruppe. Jetzt lassen wir es einmal auf 40 Grad laufen. 40 Grad, 1 Stunde 30. Den Eingang hier. Jetzt noch einmal etwas durchbürsten, dass da der ganze Schmutz runterfällt. Ja, so wie Sauschutz, der Brückkolben sollte eigentlich nicht allzu dreckig sein. Wasser verlieren sollte auch nicht. Nicht merklich, ich habe extra nachgefragt. Das ist schon mal super, das heißt, ich tue das jetzt einmal alles noch reinigen. Malwerk tue ich wieder reinbauen. Und da sollte bloß mit dem Kaffeeauslauf noch beschäftigen. So, versuchen wir mal den Auslauf zu öffnen. Hier ist eine Schraube. Die ist etwas kürzer als die anderen. So, das Ganze nach oben schieben, die Düsen. Dann das Schwarze halten, etwas runter bewegen. Kommt einmal dieses Teil herunter. Dann das dann nach unten ziehen, seitlich. Kommt man dann mit dem auch noch heraus. Und das Problem ist, wenn ich das da jetzt abziehe, kriege ich dann den Schlauch nicht mehr raus. Deswegen werden wir das so machen, dass das obere Teil drauf bleibt und wir nur den unteren rausnehmen. Und das ist hier so. Gut, dann da haben wir schon das Wichtigste mal schon hier draußen. Das reinige ich so, wie es halt so ist jetzt. Gut. So, jetzt öffne ich immer die zwei und auf der anderen Seite die zwei Fischschrauben mal auf. Schauen wir jetzt, was da passiert. Okay. Aha, okay. Einfach das hochheben und dann kommt man da auch noch durch. Über das. Und dann haben wir hier schon das Display und die Heizplatte. Und noch so ein Kabel. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Brühkolben. Um diesen rauszunehmen, die zwei Schrauben abnehmen, diese markieren, die Schläuche raus und dann können wir den Brühkolben auch besser rausnehmen, würde ich sagen.
Ich habe mich da jetzt vertan mit der Pause. Dieses Stück haben wir jetzt ausgebaut. 1, 2. Hier ist das Licht mit dem dritten, der dritten Schraube. Dann habe ich diese drei Schellen, 1, 2 und 3 herausgenommen. Jetzt gehört dann dieses Plastikstück ausgenommen. Einmal. Zweimal. Das ist so ein Überdruckventil. Wenn da drinnen die Sicherung nicht gut, also da gibt es eine Dichtung in dem Kolben drin. Und wenn die durchlässt, dann lässt sie hier auch durch und dann läuft das Ganze da herunter. Das zeige ich euch dann noch. So, einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt haben wir mal alle. Schlage ich hier raus. So. Das ist immer so eine knifflige Geschichte. Mit dem Teil, das will nämlich nie schön rausgehen. Jetzt bewegt er sich heraus. Bei den ganzen Kabeln vorbei. Gut. So, den Schlauch tun wir herausziehen. Daher. Da haben wir noch einen Ablaufschlauch. So. Und jetzt haben wir den Brückkolben nochmal heraus. Ne, da liegt was. Und da sieht man schon, es hat sich einiges an Schmutz da gesammelt. Das werden wir noch reinigen. Aber jetzt zum Brückkolben. Wichtig ist, wenn ihr viel Wasser in der Untertasse habt beim Kaffee machen, ist es dann meistens liegt es an diesen Kolben hier. Wenn zum Beispiel jetzt da das Wasser hier raustropft, aus dem Ausgang hier, ja, dann liegt es eben an diese Dichtungen hier drinnen. Okay? Wenn er irgendwie nur so da herunter tropft, dann ist es meistens dann diese Dichtring. Und ja, ich meine, er schaut noch rechts nicht so schlimm eigentlich aus. Aber zerlegen wir den einmal und reinigen den komplett. Und dann bauen wir ihn wieder zusammen. Gut. Da haben wir einen Sägering, der das Ganze hält. Einfach nur nicht verlieren. Da ist er schon. Hier gebe ich ihn dazu. Und dieses Teil ist schon heraus.
So, jetzt öffnen wir diese zwei. Schauen wir sich das Sieb innen an. Und den Dicht drin. Da gehen wir hin. Ja, na, schon ein bisschen Schmutz drin. Müssen wir noch reinigen. Die Dichtung sieht wirklich gut aus. Für 4 Jahre sieht sie wirklich nicht schlecht aus. Dieses Teil jetzt noch. Das ist ein 15er Torx. So, da haben wir jetzt das Ganze offen. Von diesen zwei Dichtringen spreche ich hier. Wenn das Wasser von hier runter tropft, sind das die zwei Ringe. Wenn das Wasser von hier runter tropft, dann wird das das sein oder irgendein Bruch hier. Das schaut auch. Also, es riecht nicht besonders gut, sagen wir es so. Das gehört auf jeden Fall noch gereinigt. Jetzt tun wir es einmal putzen. Ja, bevor ich das Ganze jetzt mit dem Waschen anfange, sollte ich diesen Schalter vielleicht ausbauen, damit da kein Wasser dazu kommt. Das ist der Endpositionsschalter. Wenn dann der Gegendruck zu stark wird, dann kommt der ins Spiel, dann hört der Motor hoch zu beißen auf. Und jetzt reinigen wir das einmal. Das öffnen wir auch noch. Das rauszunehmen, muss ich diese Dichtung auch rausnehmen. Aber das lasse ich lieber so schwimmend und reinige das Ganze so. Angeblich sind die Dichtungen gut und das Ganze verliert kein Wasser. Und ich habe jetzt dabei auch keinen Dichtungssatz da. Deswegen reinigen wir das Ganze so. So, bevor wir das da zusammenbauen, sprechen wir noch etwas über den Milchschaum. Da ich jetzt die Milchkaraffe nicht dazu bekommen habe, nehme ich einmal an, dass das alles gut ist. So wie es aussieht, hier sind schon einmal die Dichtungen komplett ausgefressen. Ich glaube kaum, dass die einen super tollen Milchschaum bekommen. Doch das System ist halt so aufgebaut, dass hier einfach der Dampf kommt. Und diese Kappe hier ist höchstwahrscheinlich dafür zuständig, dass eben ein gewissen Anteil an Luft hineinkommt in diese Leitung. Und dadurch der Milchschaum entsteht. Aber da ich jetzt die Milchkanne nicht dabei habe, kann ich da nicht wirklich jetzt anfangen, da was zu machen, ohne es zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich nehme mal an, bevor ihr euch das antut, kauft euch einfach diese Kupplung. Was wird die kosten? 15 Euro. Und dann wird, falls ihr ein Problem habt mit Milchschaum und diese Karaffe in Ordnung ist, wird das dann wieder funktionieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall passende Dichtringe für das da finden, suchen, weil das schaut schon sehr schlimm aus. Ja, diese sehen doch gut aus. Das sind von einer Saeco, vom Support, vom Ventil der Brühgruppe, von so einem Teil. Da sieht man noch ganz schön viel Milchreste drauf. Sieht doch besser aus. So. So, jetzt kommen diese ganzen Schlauchdichtringe mal raus. Schauen wir sich die an, ob die noch gut genug sind. Und wenn nicht, verbauen wir andere. Gut,
Also sehen gut aus, die Dinger. Können wir lassen. Sind schön weich. Ich weiß, das ist ein bisschen zu viel Information auf einmal für ein Video, aber ich habe die Maschine wahrscheinlich nur einen Tag. Deswegen versuche ich alles irgendwie zu erledigen. Das hier ist der Schalter für die Tür. Also um diesen zu überbrücken, müsst ihr hier oben mit einem Löffel. Hier oben rein. Da klickt er schon. Wenn es passiert, dass ihr zum Beispiel kein Teewasser rausbekommt oder kein Dampf mehr kommt, dann wird wahrscheinlich dieses Ventil hier defekt sein. Oder umgekehrt, ihr schaltet, lasst einen Kaffee runter, dann kommt aber das Wasser nicht durch den Kaffeeauslauf, sondern von hier. Dann ist hier irgendeine Verschmutzung. Das passiert meistens nach dem Entkalken. Da bleibt hin und wieder ein bisschen ein Dreck stecken, dann schließt das Ventil nicht ganz und dann läuft dann statt Kaffee aus dem Auslauf, kommt es da hier heraus. Ja. Ich meine, ich muss sagen, die Maschine heißt schon XS, also X Small. Und allein zur Wasserpumpe zu gelangen, muss man da ziemlich viel zerlegen von der Elektronik her, die ganzen Kabel befreien, um das dann nach hinten rauszuziehen. Also bei dieser Maschine die Wasserpumpe zu wechseln, ist ja wirklich kein Dreck. Ja, es ist alles sehr, sehr kompakt gebaut. Da oberhalb ist das Flowmeter. Da hier unten befindet sich die Wasserpumpe. Es ist eine ganz normale Ulka mit 48 Watt. Das mache ich jetzt derweil mal nicht auf heute, weil sonst wird das viel zu lang dauern. Aber es wird sich schon irgendwann ergeben, dass meine Wasserpumpe auch bei dieser Maschine wechselt. Falls ihr ein Problem habt mit dem Wasser, dass das Wasser nicht erkannt wird, dann ist es dieser Sensor hier. Und dann ist der zum Tauschen oder zum Anschauen. Der wird hier angeschlossen auf der Festplatte, also auf der Steuerplatine. Ja, was noch? Falls das Licht einmal irgendwann nicht funktionieren sollte, das ist dieses Teil. Hat eine LED. Das haben wir schon erklärt. Gut, dabei fällt mir jetzt nicht ein. Leider. So, die Maschine habe ich jetzt einmal einigermaßen vom Kalk auf diesen Kaffeeresten befreit. Die Schnecke tun wir etwas anschmieren mit dem Lebensmittelfett. Einfach hier auf der Schnecke drauf. Und wenn sie hoch und runter fährt, wird sie sich das schon nehmen. Unter der Tage ein bisschen. So, fangen wir mit dem Zusammenbauen an von Brühkolben. Tun wir das Ganze jetzt einmal schmieren. Die ganzen Dichtungen.
So. Schrauben. Dieses Stück hier, ne? Sägering. Da ist das gute Stück. So. Hier der Abdruck, darauf achten, so Schrauben. Und das sieht jetzt super sauber aus, kein Gatsches drin, das Ganze bewegt sich, den Endschalter muss man noch einbauen, das ist nämlich dieser hier. So. Bevor man das da einbauen tut, versucht es den Schlauch einzubauen, weil sonst müsst ihr da mit der Zange arbeiten. Es ist viel besser. Funktioniert nicht, seht ihr? Also Sägering wieder raus. Schlauch anschließen. Nicht vergessen. Sonst habt ihr selber Probleme. So. So. Jetzt ist angeschlossen. Endschalter ist da. Das bewegt sich alles. Gut. Dann bauen wir das Ganze wieder ein. Ganz wichtig, fangt mit dem Schlauch an, sonst werdet ihr Probleme bekommen. Auf diese Kabel noch achten, dass die auch an der richtigen Stelle stehen dann. Letztendlich. Immer dasselbe. Es wird nie ganz normal reingehen. Immer Kampf. Jetzt kommen wir der Sache näher. So. So. Gut. Mit Schläuche anschließen. Die Gummis drauf. So, und das ist auch der Schlauch hier. Kommt auch so ein Gummi drauf. Hmm.
ist drin. Der ist auch wichtig, dass man den reinkriegt. Natürlich fliegt es runter. So muss das hin. Das passt auch. Jetzt kommen die zwei Schrauben. Sehr gut. Diese nicht ganz fest zu ziehen. Zuerst müssen die zwei Schrauben einmal angeschraubt werden. Die ziehen dann das Ganze nach links und erst dann tun wir die immer Schrauben anschrauben fest. So, wenn die zwei fest sind, dann die. Den habe ich mal angezeichnet, der ist oben. Der ist oben. So, Brückholben ist erledigt. So, die Abdeckung hier nicht vergessen, da unten drunter und da ran. So Leute, bauen wir mit dem Kaffeeauslauf zusammen. Fangen wir mit dem LED an. Die zwei Löcher müssen da hinein. Okay. Und Schrauben.
klar, gehört da durch. So. Dieses Teil so verdrehen. Das geht so hin. Kaffeeauslauf nach vor. So, ist drin. Die Schraube hier rein. Licht. So. Ja, so nicht. Also. So geht das Kabel hier. Geschlossen. Jetzt will ich mal die ganzen Kabel hier entspannen wieder, damit das Ganze wieder gespannt ist. Das da fahren wir wieder ein, steckt man. Kabel anstecken. So, Kabel sind wieder drin. So, jetzt kommt dann. Zähnchen hinein. Und das Ganze nach vorschieben. Da sind wir nicht drin.
So. Dann sind wir. Die Tür. Dazu nehmt bitte etwas Stumpfes und drückt hinein. Einmal. Zweimal. So. Tür ist drin. Einmal wenden. Und wir testen es einmal morgen. Tischweißschrauben anschrauben und dann diese Abdeckung drauf. Diese Schraube habe ich da unnötig abgedreht, so wie es aussieht. Dann kommt dann dieses Teil hier hinein. Dann muss dieses Teil hier hinein. Jetzt kommt dieses Teil hinein. Einmal. Das lassen wir über drin. Falsch. So, jetzt da. Das Ganze. Jetzt hier rein. Und fertig ist wieder die Maschine, bereit für den Einsatz. Testen tun wir es dann auch noch. So Leute, testen wir die Maschine. Ich habe es abgedeckt, weil es schon ein bisschen spät ist. 0:53 haben wir schon. Maschine läuft. Wir haben es hinbekommen. Das ist das ganze Wasser, was drinnen ist. Schön in Ordnung.
Gut. Kaffee schmeckt auch, ist nicht zu stark. Die neigen ziemlich dazu, dass den Kaffee ziemlich stark und bitter machen, die Delonghi. Ein bisschen genug Wasser rein, dann funktioniert es. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ihr wisst schon, dass ich die eure Anfragen so schnell wie möglich beantworte. Und ja, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, Papa.